Hallo ihr Lieben, weiter geht es bei There's No Game mit Loris. Hallo. Ja, Loris, du musst auch Hallo sagen. Wir bekommen hier gerade einen Anruf rein, unbekannte Nummer. Ich gehe jetzt einfach mal ran. Hey, you two. What are those red and green lights that are blinking on and off for? Red and green lights. Okay, I get it. I love it. Oh, was macht der da mit den Ampeln? Okay, also ich rufe jetzt mal schnell an, dass der Schöpfer, den du ja in der letzten Runde ausgenockt hast, hoffentlich wieder aufwacht. Ich hoffe, ich habe die Nummer noch richtig im Kopf. Well, it doesn't look like he can hear me. That doesn't seem to be waking him up. Mist. Okay, dann fällt mir halt noch so Licht ein. Ah, das ist eine gute Idee. Da bin ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Licht und ganz heiß vielleicht? Oh, jetzt ruft schon wieder jemand an. Game, this world is awesome. Everything is connected. I'm having a great time. Hey, what are all the screens full of financial data? Let's rickroll them. Oh nein. Gott, was macht der? Jetzt zerstört Glitch die Welt. Macht Quatsch. Okay, so. Ja! Okay. Er ist wach. Damn it, the halogen couldn't handle the heat. We can't see anything anymore. Creator, in here! We're here! Ja, okay, wir rufen ihn an. Does he still hear us or has his brain melted? We need to get his attention. Geh ran, geh ran. Ja. Yes? Hello, Creator. I know that voice. It sounds like mine. It's your game on the phone. My dead game? Yes. Does that mean I'm dead too? What do you mean? It's dark. And I see a light in the distance. Oh, it's the light from your cell phone. In an interesting turn of events, I got stuck inside it. Oh, damn it! He's getting closer! Calm down. Game? My game? Oh my god. Hi. Have you turned into some kind of virus? No, not at all. So, how did you get into my cell phone? Well, to make a long story short, when you took Gigi away from me... Gigi? Oh, Global Gameplay. Her name is Gigi. Sure, Gigi, whatever. Well... It generated a bug that sent us here. And this same bug is taking over the world. Whoa. Mr. Glitch. The world. Mm-hmm. Right, of course. I'm serious. I'm detecting a change. What's going on, GPS? DJ. I'm receiving disturbing traffic information. There are very severe disruptions across the country. And they are at elite levels. Oh, nice. Creator, if you don't believe us, then turn on your TV. Fine. All right. Das ist aber eine schöne Bücherwand. Panic is gradually spreading through the streets of the capital. What's going on is unbelievable. Smart devices are becoming uncontrollable. This is crazy. More seriously, the financial market counters have all been reset by the Rick Astley singer? Oh, thank you, Rick. I was overdrawn. Several other major cities also seem to be affected by this shocking cyber attack.
Oh oh. Do you believe us now? What have I done? What have I done? The question should be, what can we do? I hope it's not too late. I should have seen this project through to the end. Hey, you leader! You're shutting us around! Livestream here. If my crowdfunding campaign hadn't failed, this would never have happened. Oh. I'm going to transfer you to my computer. Here we go! Can you see me? Yes, it worked! I'm in the computer! Okay. Das ist abgefahren. Now, let's come up with a solution. User, did you make it in here with me? Yeah. Give me a sign, like last time. Sind Sie da? Move, Foto. You're still here. What? Who are you talking to? Nobody! There's nobody here! What's that? Oh no, 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 no! I'm not going to have enough RAM! Game, can you close all these windows while I think of a solution? It will buy me some time. Sure, no problem. User, can you take care of it? I'm not very good at closing down programs. Okay. Kann ich einfach so zumachen, oder? Ja. Computing. Coding Tool. Spreadsheet. I feel like every window you close just reappears again. It never ends. Shopping list. We're never going to make it. Insert coin. Oh nein. Das taucht echt wieder auf. Ich sehe, dann taucht da im Hintergrund was auf. Das war voll der Albtraum. Okay, also wenn ich das aufmache, dann ploppt auf jeden Fall wieder was auf. Kannst du auch auf ein anderes Fenster gehen, dass es so in den Vordergrund geht? Also ein anderes? Ja. Okay. Ah, das ist jetzt was Neues. Was ist Virtual das? Virtual Beat Coin. Out of Amount. Also wenn ich das ausmache, dann kommt hier hinten... Was ist das? Kann ich jetzt nicht aufmachen. Okay. Okay, wenn ich die Gadgets ausmache, also ich nenne sie jetzt einfach mal so, dann ploppt nichts mehr auf, ne? Ja. Doch. Okay. Doch? Ja, jetzt ist gerade hinten was aufgeploppt. Das hier? Was okay. Das sieht für mich aus wie eine Einkaufsliste. Genau, wenn ich die Eier zumache, dann kommt auch wieder was. Ja. Wir müssen halt gucken, was ich, also was nichts, Kannst du die Sachen einfach verschieben? Also. Nee. Nee, Mist. Nee, also hier haben wir jetzt Einkaufsliste. Was ist da im Hintergrund, kann ich nicht sehen. Hier ist wieder so ein nerviger Schedule. Diese, Nummerierung. Die machen auch wieder irgendwas auf. Machen sich selber nochmal auf, oder was? Ja. Aber jetzt haben wir den Schedule aufgemacht. Was ist das? Das ist mein Minecraft. Nee, Quatsch. Minesweeper. Das war aber neu. Das hatten wir noch nicht. Kannst du das spielen? Keine Ahnung. Ich mach mal das zu. Ja. Taucht auch wieder was auf. Einkaufsliste. Ah. Kannst du aus dem Bitcoin-Mining-Programm irgendwas rausnehmen? Wo denn? Du musst ein paar Sachen dann zumachen und dann kommt wieder dieses Bitcoin. Ja, was soll ich denn zumachen? Was musst du also doch ganz genau sagen? Naja, alle anderen, die das hier nicht sind. Hier ist die Einkaufsliste und hier ist so ein Schedule. Ja. Ja, aber wenn ich es zumache, kommt ja was anderes. Ja. Also was soll ich da machen? Ja, alles zu und dann kommt das gleich wieder. Keine Sorge. So, jetzt haben wir das. Was soll ich jetzt so machen? Das, was im Vordergrund ist. Super. Was steht da? Fire. Mod. Ja, irgendwie Insert Coin. I'm sure you need virtual coins to play this game. Unfortunately, okay. I'm all out.
Dann lass das mal offen. The one who manages the money. Und mach den Rest zu. We've got to find another way. Ja. Und hier ist auch kein Coin irgendwo. Ja. Aber da ist im Hintergrund was aufgegangen. Ja, wie immer. So, jetzt guck mal rechts hier, ob du da was machen kannst. Hier? Mhm. Nee, ne? Mm-mm. Was ist damit? Bomb Sweeper. Extremely difficult. Okay. Was muss ich denn da machen? Ich kenne das Spiel nicht. Du musst gucken, dass du die Bomben findest. Aha. Und zwar... Müssen wir das jetzt spielen? Ja. Gut, dann warte mal kurz. Die 1 zeigt halt, oder die Zahl zeigt immer an, wie viele Bomben in der Nähe sind. Hier 1. Ja, das heißt, da ist auf jeden Fall eine Bombe, da musst du das Feld, Feld daneben nehmen. Hier. Ja. Nee, dann war das zu ungenau. Da müssen wir besser gucken. Zum Beispiel. Verstehe ich nicht, Loris. Eine 1 und da ist das in der Nähe. Okay, da muss es daneben sein. Dann ist das genau daneben halt. Dann mache ich das und dann ist es falsch. Also, guck mal, das, die 1 in der Mitte. Welche, die hier? Ja. Ja. Rechts davon. Ja. Rechts unten. Was heißt das? Eins, also ich bin jetzt rechts nach, davon. Eins weiter nach unten. Okay. Rechts unten. Da ist auf jeden Fall die Bombe. Und die soll ich jetzt mal anklicken? Nee. Da ist ja dann die Bombe. Mhm. Also im Prinzip ist überall Bombe, oder? Bin ich doof? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne das Spiel nicht. Tipp mal das unten rechteste Feld an. Das hier. Ja. Hä, nein, da sind überall Bomben. Das ist voller Quatsch. Kannst du die Bombe nehmen? Rechts? Ja. Okay. Maybe by lighting the fuse. Okay, wir müssen irgendwie versuchen, die Bombe hin, die Zündschnur anzuzünden. Hat er gesagt? Ja, hat er gerade gesagt. Ja, und wie? Weiß ich nicht. Müssen wir gucken. Steht da irgendwas auf der Shoppingliste? Wait, are you trying to read this? Achso. Ich kann aber auch nichts auswählen. Love. Okay, nee, ich glaube, das passt nicht. Was war denn Bitcoin-Tool oder Bitcoin? Ich weiß gar nicht mal, wann das aufploppt. Das hier hinten, ne? Mhm. Aber da komme ich nicht hin. Dann mach nochmal die Bombe weg. Das Bomben-Ding. Kann man hier vielleicht irgendwas nehmen zum Anzünden? Nee. Nix. Auch nix. Ja, dann weiß ich auch nicht. Ist das vielleicht irgendwas? Diese Excel-Tabelle? Irgendwas zum Anzünden? Auch nicht, ne? Insert Coin. Ich weiß nicht weiter. Gehen wir mal auf Help. Ja. Kein Ein Hinweis. Was passiert jetzt? Na, irgendwas rappelt da so. Vielleicht jetzt auf den Hinweis? Aha. Ja, du hast nicht richtig getroffen. Ach, Mann. Genau. Ja, das wussten wir genau, ja. Genau, wir müssen eine virtuelle Münze einwerfen. Und wie bekommen wir die? Tja. Ja. Ja, das wissen wir auch. Aber wir wissen nicht, wie das geht. 2, 1.
Yippie! Erhöhe die Bitcoin-Programmleiste auf Maximum und hol dir die Münze. Wie soll ich das machen? Schauen wir mal. Hast du denn auch schon mal bei so einer, bei so einer Hotline angerufen? Nee, tatsächlich. Um die Frage aus der Folge von vorher. Ja, mal habe ich tatsächlich noch nicht, nein. Mm-mm. Nee. Warst du sehr artig? Nee, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, Loris. Aber ich habe mich bei einer Hotline angerufen. So, okay. Also, wo ist denn dieses Bitcoin? Dahinter. Wie sollen wir das denn machen? Weiß nicht. Out of amount. Vielleicht hätte ich hier die Bombe reinmachen müssen. Aber diese Leiste ging noch eben ein bisschen hoch, oder? Ja, habe ich das richtig da gesehen? Ja, mach einfach ganz, vielleicht ganz viele Fenster hintereinander zu. Siehst du da? Da geht die Leiste hoch. Ja. Hast du das gesehen? Bisschen. Ja. Genau. Genau. No. Geht das jetzt höher? Ja. Geht das höher? Ja, geht höher. Geht das auch wieder runter? Nee, geht immer weiter höher. Du schaffst es. Schaffst es, kann ich ja. Ja, wir haben schon fast die Hälfte. So. Klasse. Super machst du das. Das geht doch wieder runter. Nee, ja geht's, aber du bist halt schnell genug, damit es nicht... damit du kriegst es schon hin. Nur noch ein kleines Stück. Jetzt nur noch ein Drittel. Oder ein Viertel. Geht das jetzt mal? Ja, super. Nochmal. 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 Noch zwei. Nochmal zwei. Jetzt hast du es. Super. Reicht. Jetzt kannst du die Münze da reinwerfen. Okay. Ach, na, das ist ja was. Da kommen wir erstmal drauf, du. Ach, super. Jetzt können wir das spielen. Was soll ich jetzt machen? Weiß ich nicht. Hier Asteroid spielen. Oder wer hat das? Metroid? Ja, wie heißt das Spiel? Das hat verschiedene Namen. Mist. Ich glaube, ich bin da nicht gut drin. Ja, super. Wieso kann ich das denn nicht? Wieso kann ich das nicht? Muss einfach schneller machen. Ja, das geht ja nicht. Wie geht nicht? Ich kann das irgendwie nicht. Siehst du? Ja. Oh, ich dreh durch. Fokussier dich nur auf den vordersten. Du gehst immer zu weit raus. Ja, das ist echt schwer. Ja, mach eher langsam. Warst du zum Beispiel zu schnell wieder, Dings. Ich kann es irgendwie nicht bewegen manchmal. Es hängt irgendwie manchmal. Mhm. Oh Mann. Du darfst einfach nicht getroffen werden von denen. Das ist vielleicht das Ding. Wie oft muss ich die dann treffen eigentlich, bis die da mal... Du musst 10 von diesen Dingern da einsammeln, denke ich. Von diesen Münzen. Also du kannst auch nach oben ausweichen, oder? Probier das mal. Dass du dem vielleicht erst entgegenfliegst und dann aber weiter weg.
Wenn du ganz unten bist, kannst du nicht aus, kannst du nicht mehr ausweichen. Ja. Verstehst du? Ja. Ja. Aber jetzt siehst du, jetzt konnte ich wieder nicht greifen. Mhm. Mist. Ich kam auch gar nicht weiter irgendwie, ne? Also du hattest schon... Oh, jetzt bist du genau da reingeflogen. Ja. Ja, dann versuch mal, da nicht reinzufliegen. Alles andere wird sich schon ergeben. Panisch. Ja, nicht panisch. Einfach nicht reinfliegen. Ja. Die bewegen sich ja relativ vor... Also... Die gehen halt erst nach links, dann nach rechts. Hast du sowas mal gespielt? Also sowas kann ich nicht spielen. Ich kann das nicht. Macht mir auch keinen Spaß. Wenn du zu nah dran bist, dann lieber ausweichen. Dann lieber nicht ran. Ja, ich kann mich auch nicht verstecken. Ich mag lieber Spiele, wo ich mich verstecken kann. Okay. Weißt du, das macht mir echt keinen Spaß. Gut. Zack. Das war doch schon ganz gut. Ja. Ja. Ich schaff das nicht. Wie viel soll ich da machen? Oh, nee. Loris. Ja, ich muss doch jetzt wie viel da einsammeln? 10 oder was? Ja. Nee. Nicht meine Zeit schon um? Nee. Noch nicht. Ja, so und jetzt noch weitermachen halt. Super. Jetzt nur noch dasselbe nochmal. Ja, nee, Loris, ich krieg hier Aggression. Du zwingst mich hier, ich das zu spielen überhaupt und nicht. Ich will das nicht. Ich kann das ja auch für dich machen. Ja, na endlich, dass du es mal anbietest. Wäre ich ja doppelt sauer hier wegen dem doofen Spiel und dass du da nicht mal bereit bist, mir da hier zu helfen. Ja? Ja. Bitte das Trauerspiel mal hier beenden? Ja, dann gib mal her. Das ist ja unmöglich. Guck sie das hier eine halbe Stunde an. Nicht so machen. Da gibt man richtig gute Tipps. Ach. Dann wird man hier noch in die Pfanne gehauen. Ja, wirklich. So, also. Muss da ausweichen. Jetzt muss ich mich erstmal beruhigen hier, echt. Haben wir noch Beruhigungstäter? Ich hoffe doch. Haben wir vom letzten Mal über Guild alles aufgebraucht. Ja, da habe ich mich auch schon so aufgeregt. Tja. Aber ich sammle keine Münzen. Was soll das denn? Muss der ausweichen, Loris. Muss der ausweichen. Ja, ist schwierig. Ja, sag ich doch. Oh. Ich bin auch bei Shootern total, also deswegen kann ich überhaupt keine Shooter spielen, weil da bin ich echt, also so wie du. Ich bin so wie du. Naja, also wenn ich das jetzt mir so angucke, ist besser als ich das gemacht habe auf jeden Fall, aber für einen Shooter, weiß ich nicht. Mano. Ja. Ja, sag ja gar nichts. Zack. Ja. So, davon noch 1, 2, 3, 4, 5. Also 6 diese Diamanten brauchst du. Ja, ja. Die kommen dann irgendwie nochmal nach unten, also keine Sorge. Okay. Super. Ja, und du greifst das da automatisch, ne? Also das ist nicht wie bei mir, dass du dann das verrutscht oder so oder nicht mehr greifen kannst. Na, Mann, oh. Okay. Oh, fast ja. Loris, ey. Krieg hier gleich einen Herzinfarkt. Ach, Mann, nee. Zack. Ja, also ein Vorschlag wäre, wir spielen das ohne Aufnahme.
dann muss sich da keiner das Elend hier anschauen. Aber man kann natürlich auch vorspulen. Hier spult keiner vor. Wir müssen machen das jetzt so zusammen durch. Das ist einfach durch. So schön, meinst du, wenn man sich das so ja. anguckt? Ja. Erst die meckernde Kranicha und dann der verzweifelte Loris. Ja. Und im Zeugnis steht, sie waren stets bemüht. Was für ein Zeugnis? Naja. Kann das sein, dass du besser warst als ich? Im Zeugniskopf, da war, ja. Da steht doch immer drin, ich glaube, wenn du die nicht erschießt, dann kommen die in der nächsten Runde doppelt. Aha. Ja. Glaubst du? Im Zeugniskopf steht doch immer, oder ich weiß nicht, wie das jetzt ist, das hat sich ja so viel geändert, aber da steht ja, ja, so Eigenschaften der Schüler. Also jedenfalls war das bei mir so. War das bei dir auch so? Ja, ab einem gewissen Punkt. Hanno. Also in Berlin ist das jedenfalls so gewesen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch in verschiedenen Bundesländern anders war. Ja. Und dann, also bei mir stand es nicht, aber wenn man halt oder auch im Arbeitszeugnis schreibt, die war stets bemüht oder der Herr Müller war stets bemüht, ist das so, wie er wollte, aber er konnte nicht. Weißt du? Ja, ja. Weil er war immer bemüht, aber es hat nicht gereicht. Also da gibt es ja so eine Kniffe. Ja! Oh, Loris, ey. Es gibt ja da so eine knifflige Formulierung. Hä? Keine Ach, scheiße. Ja gut, jetzt hätte ich die Bombe anzünden müssen in der Zeit. Hast du nicht? Nee. Wo ist die denn auch? Ja, keine Ahnung. Müssen wir jetzt mal hier uns drum kümmern. Ja. Kann doch nicht sein jetzt. Tja. Ich drehe durch. Also wenn ich das jetzt geschafft hätte und dann wäre die Bombe nicht da gewesen, dann nee. Dann nee. Nee, Loris. Also dann hätte ich gesagt, ich höre jetzt hier gleich auf. Da ist es. Okay, dann musst du das so lassen. Mhm. Beziehungsweise gleich, wenn du diesen Strahl hast, musst du dann gleich die Bombe machen. Ja, soll ich nochmal vom Zeugnis erzählen? Das hat dich ja irgendwie ganz motiviert, ne? Ja, das war spannend. Ah, Mist. Man hat ja auch ein Anrecht im Berufsleben immer auf ein positives Arbeitszeugnis. Das kann man sich sogar einklagen. Jetzt verstehe ich auch überhaupt nicht, wenn die alle positiv sein sollen oder müssen, was man jetzt eigentlich als nächster Arbeitgeber davon hat. Weil du erfährst ja nicht die Wahrheit. Andererseits, wenn ein Arbeitgeber irgendwie ein bisschen blöd ist, was es ja nun mal auch gibt, ja, und die schreiben dir einfach aus Gehässigkeit, weil es eh schon ein verdorbenes Unternehmen ist, ein schlechtes Arbeitszeugnis. Du musst dich ja bewerben und der neue Chef sich darauf verlässt, ja, obwohl die da die Unrecht getan haben, da kriegst du ja nie einen Job. Ja, aber so ist das halt. Nee, das passiert ja nicht, weil du darfst nur positive Arbeitszeugnisse erhalten. Ja, aber es gibt einklagen. Ja mehrere Sorten positiv. Es gibt ja, hat sich stets bemüht, ist ja, klingt ja positiv, ist aber negativ. Aber es kann ja, aber, oder nee. kannst du gegen diese, ja, diese verklausulierten schlechten Zeugnisse klagen? Kannst du vor Arbeitsgericht, ja. Okay. Ja. Mhm. Hm. Und was ist jetzt dein Kontraargument? Für was braucht man Arbeitszeugnisse, wenn die eh alle gut sind? Also ich kann ja nicht, wenn ich jetzt jemanden einstellen möchte und ich lese mir nicht alle gleich formulierte Arbeitszeugnisse durch. Aber sie sind ja nicht alle gleich formuliert. In manchen steht da drin, hat hervorragend sich eingegliedert in die, in das in Team. Die Belegschaft. Okay. Das klingt für mich, hat immer nur gequatscht. Nee, aber dieser Code ist ja bei Personalern dann... Ja, da gibt's doch Bücher drüber. Ich hatte mir da auch mal so ein Buch geholt und da kann man schon viel draus lernen. Ich finde das echt interessant. Also ich würde mir gerne mal so aus meinem Bekanntenkreis mal die Arbeitszeugnisse durchlesen, um vielleicht noch mehr über den Charakter zu erfahren. Ja, das ist ja... Mann. Loris, also irgendwie du? Ja. Ja, los, darfst du nicht aufgeben. Musst du ausweichen, weißt du? Kannst du hoch und runter gehen und so, hast du mir gesagt. Mach ich ja auch. Ja? Ja. Ich hab Durst. Muss gleich mal was trinken hier. Das ist so wie Fernsehen, weißt du?
mach mir das ein bisschen gemütlich. Ich gucke mir jetzt das Trauerspiel da an. Verdurstet beim Asteroids spielen. Und wie heißt das? Gibt's da echt einen Namen für? Ja, natürlich. Nein, nee. Oh Loris, ich hab's kommen sehen, Hast ich trinke ja. mal was. Ja, ich dreh mal hier an, ich dreh mal ab hier alles. Ich kann mal was trinken. Trink doch mal was. Mann, der war doch schon weg. Okay. Ich darf nicht zu weit rausgehen mit der Maus, sonst klappt das hier mit der Steuerung nicht. Ich höre nichts mehr. Nee, du hast irgendwas mit deinem Mikrofon gemacht. Hört man jetzt wieder was? Ja. Okay, dann hatte ich das zu mir. Ja, ich habe hier gerade viel erzählt und war gar nicht zu hören. Ja. Nein, ich habe ja gar nichts so viel erzählt. Tja, wir waren bei Arbeitszeugnissen. Ja. Ja, trauriges Thema. Also früher war das natürlich für mich auch immer total spannend, so im Praktika oder so zu sehen, wie werde ich da beurteilt. Was ich auch schon erlebt habe, dass ich in Firmen hat der Chef zu mir, ich habe ja schon viel in Firmen gearbeitet. Ach so. Hat der Chef zu mir auch gesagt, ich soll mir das selber mal schreiben. Aha. Ja, und dann hat weil er das so gut warst. Nee. Ja, weil ich habe mir natürlich keine Lust, eine 1 weil er keine Lust hatte. Genau, ich habe mir eine 1 geschrieben. Also er meinte ja so, wie ich mich jetzt einschätze. Ich habe mir natürlich eine 1 geschrieben, weil ich habe ja da aufgehört. Ja, was, ja. Ich wusste ja, was soll ich mich eine 3 da schreiben oder was? Ich weiß nicht, der ist ja sowas Bescheuertes, ja. Okay. Oh, jetzt, genau. Und jetzt die, Super. Are you able to light the bomb? Ja, endlich. Leute. Aber erzähl ruhig weiter. Ist vielleicht ein bisschen langweilig. Okay. Great. Did you do it right? Falls ihr mehr wissen wollt, könnt ihr das ja in die Kommentare schreiben. Abonniert unseren Patreon-Kanal, da gibt es ja einen neuen Podcast, wo Alex erzählt über ihre selbstgeschriebenen Zeugnisse. Ja, und wie es ausgegangen ist. Merge you and the Bell gameplay back into the source code. Her name is Gigi. All right, Gigi, if you prefer. Where is she gonna have to anyway? Gigi! I'm still on the phone! It's taking longer than I thought to transfer her. No, we just have to wait. Creator! Was hat er gemacht? Was ist das mit dem Staubsauger? I can't see anything. His smart vacuum cleaner is attacking him. Mr. Glitch, hello. For this sudden arrival. I knew it. What are you doing in this computer? I just gib mal kurz die Maus. You and your little brother. Ich war ja eigentlich dran, ne? Back together. Ach komm, dann mach zu Ende los. Hast du dir verdient? What's going on? Mr. Glitch is back. Oh no. User, you're going to have to help Gigi. I'm going to try to buy some time. Mr. Glitch, I challenge you to a duel at the game. If I win, you disappear forever. But if I lose, we will let you carry out your evil plan. Game! Tempting. What game do you have in mind? How about the Rochambeau? Nah, let's play tic-tac-toe instead. But nobody ever wins at tic-tac-toe. It's not really a game. Well, that way we will pay homage to the title. Let's play. Oh, Gott, okay. Was ist das denn jetzt? Tic-Tac-Toe. Ja, aber wie soll ich das denn jetzt machen? Soll ich nur zugucken? Keine Ahnung. Ich muss hier bestimmt irgendwas machen. Ich weiß noch nicht was. Hast du eine Idee? Also es ist immer ein, Remi. Niemand gewinnt. Ja, ja. Und ich denke, ich soll irgendwas machen. Hier kann ich nichts machen. Come on, hurry up and lose.
Soll ich mal auf Help gehen? Da unten muss ich irgendwas machen. Nutze das Tic-Tac-Toe-Spiel, um Gigis Übertragung wiederherzustellen. Hä? Okay, kannst du, wenn das so runterfällt, kannst du es dann nehmen? Ich probier mal. Also irgendwas davon? Hey, ja. Ach Mist, was hätte ich jetzt damit machen sollen? Selber setzen oder was? Kann sein. Your user is getting on my nerves. Sind wir überhaupt X, now you see what it's like. Wann kommt das nächste? Kommt nicht. Warum? Keine Ahnung. Kannst du es mit Mr. Glitch machen? Nee. Das ist bescheuert. Was soll ich machen? Kannst du es so fallen lassen? Weil das... Ah, okay. Super. Oh, das kann doch nicht sein hier. Der böse Mr. Glitch, du. Are you done yet? Nein. This game is never going to end. Yes, it is. You will screw up eventually. I know you as if you made me. Also ich kann nichts mehr greifen hier. Ist das alles gut? Hey, so, jetzt what with the cheating? Give me my symbol back, thief. Stop messing with me. Er macht das immer wieder weg. Ja, aber du kommst immer weiter. Guck mal, du bist jetzt schon bei 50% okay. Ungefähr im Balken. XOXOXO, see game. You don't need your precious GG for effective gameplay. Höher. Oder so. Gut. I get it. I'm going to get angry. This will be better. Now I just have to beat you and I will be able to finish my evil plan. What plan? Do I have to explain it again? The plan that's going to let me... Oh, Hilfe! The whole world! Oh, yeah, it's just as clear as before. Yes. Your user is getting on my nerves, game. Ha, now you see what it's like. Da konnte ich nichts machen. Soll ich das rechts mal fallen lassen? Ja. Ach so, auf den Code. Ja. Are you done yet? Okay. Hey, what with the cheating? Give me my symbol back, thief. Stop messing with everything. Hey, user, go back to Chapter 1 if you want to break breaker. By the way, how did you know that I were going to be merged? Overheard your conversation. Don't tell me you hacked into a Russian spy satellite to target us. Or by kann manchmal einfach nichts greifen. So ja, das ist manchmal. Oh, ich dreh durch hier. Maybe, das kann doch nicht sein. Maybe by deciphering the fluctuations of Wi-Fi wavelengths. You forgot to hang up the phone, you idiot. Yeah, the phone. Your user is getting on my nerves, game. Ah, now you see what it's like. Ich glaube, ein Kreis ist besser, ne? Mhm. Kann ich mal nachgucken, hier irgendwas zu machen? Give me my symbol back, thief. Stop messing with everything. Your user is getting on my nerves, game. Ha, now you see what it's like. Nee. Was sollen wir machen? Ich gehe auf Help. Ja. Boah, da kriegt man ja hier mit den Nerven hier. Ja, okay. Das hatten wir schon. Ja. Wirf ein Symbol auf die Codezeile, um sie aufzuheben und einzusetzen. Hä? Nächsten? Ja. Sorge dafür, dass die O's hoch genug springen, um das Übertragungsfenster zu berühren.
Wirf ein Symbol auf die Codezeile. Wolltest du es nochmal lesen? Nee. Ich glaube, wir müssen einfach weitermachen, wie wir das schon hatten. Ich gehe hier die ganze Zeit mit so Fuß. Oh Mann. Du musst nur zu der richtigen Zeit klicken. Are you done yet? Aber das X war doch zu weg ist. Ja, schade, dass man nicht zwei nehmen kann oder so. Hey, what with the cheating? Give me my symbol back, thief. Geh doch einfach da, wo jetzt ein Kreis ist, hin. Loris? Geh doch jetzt an, da, wo jetzt ein Kreis ist. Und klick dann, wenn die rot werden. Your user is getting so, on und jetzt? Ha, now you see what it's like. Weiter? Ja, gleich so. Ja. Höher, höher. Ah, du kannst das Ding verschieben. Nee, du musst es ein bisschen. Ja. Muss es ein bisschen auf die linke Seite. So, jetzt hüpft's. So. Super. Oh. Gut gemacht. Was Schweißhände hier. Ach, jetzt habe ich ihn wieder nicht aufgepasst. Ach, dann geht das doch viel einfacher. Guck dir das doch mal an hier. Mhm. Gleich hast du es. Noch 10%. Ich konnte schon wieder nicht hier an auswählen. Ich nehme lieber einen Kreis. Ja. Nimm doch einfach einen Kreis. Oh. Jetzt werde ich wieder so konfus hier. Oh Gott. Jawohl. Haben wir's? Haben wir's. Also was würde jetzt in meinem Arbeitszeugnis stehen? Sie war stets bemüht, passt. Offline, you have no control over my world. Now you're stuck inside my computer. Oh, I'm shaking in my virtual boots. I would be if I were you. Why? Because now, glitch. There's going to be a game. The transfer. No. Plug the wire back in, you idiot. Put it back. Go ahead, creator. He's trapped. Merge us, quick. No. Don't do that. I will be really, really nice. I promise. Cross my heart and hope to die. Ja, kann ich ja. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß nicht, können wir jetzt aufhören und du machst dann die nächste Folge? Können wir machen. Game, try to hold him back. I can type the command line. Weil ich muss mir jetzt erstmal eine warme Milch mit Honig machen. Mr. Witch away from the command line. Ja? Ja. Okay, die Zeit haben wir, oder? Ein bisschen Zimt. Oh ja, lecker. Das können wir im Winter öfters machen. Ja. Okay, also bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.